Ja moin und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 4. Im letzten Part haben wir zwei Schlüsselaufgaben abgeschlossen, die wir halt eben auch abschließen müssen, meine Kerle, damit wir auch endlich mal ins Enma-Haus kommen, in die Enma-Residenz. Und eine Quest fehlt noch. Und zwar Quest 27, eine Level 26 Quest, und die nehmen wir jetzt an. Und schauen mal, wo die Reise hingeht, ne? Okay, man sagt uns, wir müssen wohl in den Westen der Stadt. Ich frag mich aber eine Sache. War hier nicht auch irgendwo ein Aokai? Müsste, ne? Irgendwo da vorne vielleicht. Wo auch eh unsere Quest startet. Oder, Moment. Irgendwo hier gab es doch ein Aokai plus Portal. Ah, guck mal an. Da haben wir ihn, den alten Bruts. Kurz geheilt, weil Nathan sah echt nicht mehr so frisch aus. Der hatte noch 5 Lebenspunkte. Und jetzt Full Heal. Guckt euch doch mal die Lebenspunkte an. 232 Lebenspunkte mit Level 25? Ich habe das Gefühl, dass man mit Level 100 oder 99... Mal sehen, was hier das Maximum ist. Das Level-Maximum. Wahrscheinlich auch 99, aber ich bin mal sehr gespannt. Und darauf will ich hinaus. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel Life Points man so mit Level 99 haben wird. Wisst ihr, was ich meine? Das wird ziemlich krass, glaube ich. Locker so 1000 oder so. Was ist das denn? Oh, eine Verunreinigung auf dem Boden oder was? Hat aber, glaube ich, nichts mit der Quest zu tun, oder? Als ob wir hier rein müssen? Moment. Man sagt mir für die Quest, ich muss doch irgendwo hier hin. Hä? Ach nee, ich muss hier rein. Ach ja, sag das doch gleich. Ach Junge. Ich dachte, ich könnte ganz easy da unten durchschlenzen. Geht aber nicht. Ach, guck mal. Das ist doch dieser neue Yokai aus Yokai. Also dieser Teddybär. Ja, cool. Oder um es mit den Worten eines jemanden zu sagen, der Yokai Watch 4 abgrundtief scheiße findet. Das ist nicht mehr Yokai Watch. Auf jeden Fall. ist das hier die Bar, die Schneefee oder so? Jetzt auf die Yokai World abgeschnitten, weil Glazia führt einen Laden, was schon so eine Art Bar ist. Das gab es ja auch in der Lenzhausener Innenstadt. Daher, okay. Ist die etwa umgezogen oder so? Hatte die keinen Bock mehr auf die menschliche Welt und ist deswegen in die Yokai World gezogen? Kann das sein? Kehrt sie etwa der Menschheit den Rücken, weil die irgendwie zu faul sind, um jeden Abend ein Saufen zu gehen? Wahrscheinlich, ne? So, lass mal ganz kurz den Text übersetzen jetzt. Wichtig. So. Offenbar kennt die Mutter von Snack Yukiona, also so heißt der Laden wahrscheinlich, die Information über Tamamo. Es reicht jedoch nicht aus, dass Stammkunden zurückkommen und sich unterhalten. Es bleibt nichts anderes übrig, als die Kunden hierher zurückkehren zu lassen. Buch kopieren. Das stand da, by the way, wirklich. Nun denn, meine Brüder. Tamamo Ask. Fubuki Princess Edition. So heißt die Quest. So, genau. Also wir mussten hier in diesen Snackladen rein. Jetzt ist aber die Frage, ob wir uns lieber mit den... Ah, wir hätten uns hier mit den Laden... mit den Kunden unterhalten müssen, ne? Klar. Ja, wir müssen uns mit denen allen unterhalten. Hallo, ich bin Mütter. Und ich bin sehr unzufrieden, ja. Nandesu? Ich weiß, was gut für dich ist, Bruder. Ich weiß ganz genau, was gut für dich ist. Mhm. Noni? Oi. So, jetzt ist die Frage. Links oder rechts? Wir klicken mal auf links. Ich meine, was soll passieren? Noni?
Da machen wir es halt so oft, bis wir die richtige Antwort eingegeben haben, ja? Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube links. Das sieht sehr gesprächig aus. Ja, Mann. Ja, und jetzt? Scheiße, da haben wir verkackt. Mann. Ach, joi. War das das Rechte? Zuerst mal? Ja. Ich glaube, es war zuerst rechts, dann links. Und dann... haben wir links genommen? Ach, komm schon jetzt! Oh, diese verdammten Konversationsgespräche, wo du halt nicht weißt, was da steht, aber du musst halt irgendwas... oder so... Try and Error, so oft, wie es klappt. So oft, bis es klappt. Ja. Unten vielleicht? Und der Kampf gegen ihn, alles klar, wir haben es geschafft. Das ging ja schneller als gedacht. Wow. So, der fette Falkenklops wird jetzt geklatscht, oder was? Es wird Zeit, meine Brüder. Kommen Sie heran. Was mich jetzt mal interessieren würde, ne? Skilltree-mäßig und so. Ob wir wieder so ein bisschen investieren können, ja? Ich weiß nämlich gerade gar nicht so genau, wie viele Punkte wir noch haben. Für jeden einzelnen Charakter, den wir halt im Skilltree verbessern können, ja? Nathan und so weiter. Wir müssen ja wieder etliche Punkte bekommen haben. Ich glaube, zuletzt habe ich die mit Level 20 oder so, beim Skilltree verbessert, die einzelnen Charaktere. Ich glaube, wir können aber beim Skilltree auch mal wieder gucken gehen. So, der Kampf wäre geschafft. Nice. Ja. Okay. Ja. Wen haben wir jetzt noch? Simple, okay. Drücken wir auch mal auf Ja. Und bekommen. Ja, was bekommen wir da gerade eigentlich? Aijudenmüsü. Mhm. Danke, Brudinius. So, und ich glaube, das letzte Gespräch ist hier mit dem Bären. Und zwar heißt er... ja, Shiru... Shiru... Shirokuma. Ja, richtig? Shirokuma? Wahrscheinlich weißer Bär oder so, ne? Shiro heißt weiß und Kuma wird wohl Bär heißen. So, und das hätten wir auch schon fertig. Oh ja, danke, dass ihr mir geholfen habt, eine Kundenbefragung durchzuführen. Das hätte ich ja wirklich niemals geschafft. Ja, haben wir gerne gemacht, ja? Ja, kommt gerne wieder vorbei, wenn ihr Bock habt. Brüder. Aber jetzt muss ich erstmal den Laden abschließen. Ich will Feierabend machen. Also beeilt euch. Hallo? Ach, schaut mal da hinten, sogar hier. Ach so, ich dachte, ich hätte da jetzt ein O rausgelesen. Oden. Wisst ihr? Oden. Kennt man. Japanisches Gericht. Sehr kulturell. Und ich dachte, das wird da stehen, oder? Ist das echt das O-Symbol? Nur halt sehr komisch irgendwie aufgeschrieben. So zack, 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 zack. Ja, das, was soll das denn sein? Was ist das für ein Zeichen? Ist das ein Kanji, was ich jetzt gerade nicht erkenne? Na komm. Ist auch vollkommen crazy. So, wir wollen jetzt, nachdem wir alle drei Schlüsselaufgaben abgeschlossen haben, in das Takagi-Haus. Oder Takagi, glaube ich, war das. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das Takagi-Haus die Enma-Residenz ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, das hätten wir geschafft. Alle drei Schlüsselaufgaben abgeschlossen. Ja, jetzt sollten wir es eigentlich schaffen, in die Enma-Residenz hineinzukommen.
Ja, Leute, ich habe eine Idee. Lasst uns nochmal zurückgehen. Oder so. So, genau, also. Die jetzige Aufgabe ist es wohl irgendwie. Ja. Müssen wir jetzt hier rein? Nee, wir müssen da unten. Ist das da hinten Michi? Ach nee, das war dieser Pirat. Wisst ihr, by the way, was mir auffällt? Warum sind eigentlich bei der Switch sämtliche angezoomten Sprites mit solchen Punkten übersehen? Wisst ihr, was ich meine? Das ist bei Mario Odyssey ja auch so. Wenn ihr bei Mario Odyssey nah genug an irgendwas dran geht, erkennt ihr so eine punktuelle Struktur. Und das ist mir schon bei vielen Switch-Spielen aufgefallen. Jetzt auch wieder hier in Yo-Kai Watch 4. Ist das irgendwie, weil man das auf der Switch grafisch nicht besser hinbekommt? Oder was ist der Grund dafür? Ist hier irgend so ein Entwickler am Start, der mir das erklären kann? Weil ich verstehe es halt überhaupt nicht. Deswegen, erklären Sie es mir. Was hat es mit diesen punktuellen Darstellungen auf sich? Naja, gut. Wir müssen hier runter. Denn da scheint wieder irgendwas abzugehen. Irgend so ein Event, Ereignis, wenn wir uns dem grünen Ausrufezeichen wahrscheinlich nähern. Also, let's go in die Wohngegend jetzt hier. Das Haus wird irgendwann. Also, das Haus da links wird irgendwann gekauft. Das sieht sehr geil aus. Müssen wir mit Opa Gusto reden? Oder müssen wir wieder irgendwas hier? Oder müssen wir mit dir reden? Ich glaube, dass da vorher kein Ereignis war. Als wir hier waren, ja. Sushi, Tempura und wahrscheinlich Sukiyaki, ja. Oh, Kai, das sieht ja sehr lecker aus. Ja, Mann, lass mal essen. Entschuldigen Sie? Ja, was darf ich für Sie tun? Wir haben ein bisschen Hunger, ja. Ach, warte mal kurz. Nein, es ist die. Ach, stimmt. Sie haben wir auch verfolgt und gejagt, ne? Oh, verdammt. Warum sind die hier? Die miesen Schweine. Jetzt haben sie mich gesehen? Oh nein, es ist... Ist das nicht vielleicht sogar Tamamo gewesen? Tamamo, ja, das ist Tamamo. Ich glaube, wir haben die Quests gemacht, damit wir irgendwie Spuren auf Tamamo finden. Ja, und da haben wir sie. Oh, ihr wollt mich wohl vollkommen abziehen? Hä? Seid ihr mich hier am verfolgen, am spionieren oder was? Jetzt rennt sie weg. Jetzt rennt sie auch noch weg. Die miese Sau. Ja, da müssen wir doch hinterher. Tamamo, bleib stehen. Wo ist sie denn? Geht hier jetzt irgendwas ab? Sie können sich doch nicht immer verstecken. Hm, wo könnte sie nur sein? Ihr braucht meine Hilfe, oder was? Wer ist das? Ach, Junge, jetzt wieder diese beiden, oder was? Immer wenn die kommen, habe ich irgendwie so ein Gefühl von wegen, ach Mäus, das war's. Na gut. Was wollen die beiden denn hier? Sind die jetzt hier, um uns zu helfen, oder was? Oder wollen die kämpfen? Oh, da ist was sehr Wichtiges hinterlegt. Lass das mal ganz kurz bitte übersetzen. Mhm. Ein Ding, das für diese magische Welt nicht geeignet ist. Ein Ding, das für diese magische Welt nicht geeignet ist? Was könnte das denn sein?
Ja, das müsst ihr selber rausfinden, ihr Schweine. Ja. Wollen wir jetzt hier weiter labern oder wollen wir jetzt auch mal langsam gucken, dass wir diese Hexe finden? Tamamo. Ey, ich wollte einsteigen, du Sau. Mieses Schwein. So, ihr seht, es gibt jetzt hier auf der Map drei Ereignisse. Das eine Ereignis ist irgendwo hier an der Bushaltestelle, oder was? Irgendwo hier oben. Kyubi, moin. Hä? Müssen wir hier rein? Nee. Ist das Apokalypsus-Kochtopf? Nee, ne? Der ist doch viel zu klein für Apokalypso. Also da würde Apokalypso ja nicht mal reinpassen, wenn er die Hälfte wiegen würde. Was ist denn jetzt hier los? Irgendwas untersuchen, oder was? Oder müssen wir mit Cube hier reden? Ja, ich glaube, das war's. Wir mussten Cube irgendwie. Ja, ja, wir mussten mit Cube sprechen. Auch wenn das vom Radius her gar nicht so ausgesehen hat, ne? Ich dachte, okay, vielleicht muss ich irgendwie mit den beiden kleinen Yokai da unten sprechen oder ich muss irgendwas untersuchen und dann ist es dann doch Cube. Also sehr mystisch. Aber vielleicht hätte ich ja auch mehr Bescheid gewusst, wenn ich verstanden hätte, worum es geht. Also wenn ich den Kontext verstanden hätte, hätte ich vielleicht gewusst, ah, okay, wir müssen zu Cube. Ja. Ist da unten im Dorf noch irgendwie? Warte mal kurz. Wo ist das Ereignis, das sich hier versteckt? Hier im Garten vielleicht? Ach, Fixi Fox. Ach, Mäus. Mit ihr müssen wir wohl auch reden und sie befragen, ob sie Tamamo gesehen hat oder so wahrscheinlich, ne? Okay. Das wäre das. Alter. Bruder. Den habe ich schon mal gesehen. Auf so einer News-Webseite, wo es um Yo-Kai Watch 4 ging. Das ist einfach ein Automat. Also ein Getränkeautomat. Und der ist auf Anabolika. Und das schmeckt gar nicht, Mann. Wer möchte schon Getränke trinken, in denen Anabolika drin ist? Also ich zu meinem Leibwesen muss sagen, nein, danke. Uftinius. Hier gibt es wohl irgendwie Tintenfische oder so zu essen. Ja, wer es sich gönnen will, warum nicht, ne? Hm. So, jetzt müssen wir den Ort hier verlassen? Oder was? Es geht in ein neues Gebiet? Wo kommen wir raus? Aha. Ist das jetzt hier der Enma-Palast oder wie? Es gehört ja noch irgendwie dazu, nur... abgetrennt von der normalen Welt, sage ich jetzt mal. Boah, was? Kann es irgendwie sein, dass die Switch das grafisch nicht hinbekommen hätte, hätte man diesen Ort noch quasi mit dem eben besuchten Ort verbunden? Kann das sein? Ja, es geht auch auf Nacht, aber ich glaube, das juckt hier keinen in der Yo-Kai World, ob jetzt gerade Tag oder Nacht ist, oder? Ich glaube, das hier ist auch, by the way, so ein Ausrüstungsladen. Ich glaube, hier kannst du ganz viele Gegenstände kaufen, weil die Nagelkeule hier... Hm.
Ist dies ein Zufall? Ich glaube nicht. Was verkauft er? Gegenstände. Ach so, okay. Ein Rundschild. Wir müssen auch eh mal wieder irgendwas einkaufen, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Das ist irgend so eine Glücksschleife. Die sorgt für irgendwas. Aha. Es kann aber auch sehr gut sein, dass wir mit der Dame hier reden müssen. Mit so einer, ne? Mensch. Oder ist hier echt mal wieder ein Yokai versteckt und ich sehe den nicht? Bruder, komm schon. Ah! Aha! Ach so, das war so nach dem Motto, untersuche die Gegend. Wir hätten auch, glaube ich, QB uns so auslassen können. Aha. Sie hat sich getarnt. Aha. Scheiße, Bruder. Tamamo. Ich würde sagen, da der Part schon eine gewisse Länge erreicht hat. Und das wohl gleich sehr kritisch werden könnte. Oh Gott! Das sieht ja verdammt gefährlich aus. Aber was machen wir denn jetzt? Ja, ich sag euch, was wir machen. Wir werden euch jetzt pulverisieren. Scheiße, Bruder. Ich beende den Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und ein Abo, wenn ihr neu seid. Ekelhaft. Uff, Spinnen.